Oh, hoppala, wir haben ein kleines Problem. Arnold, habe keine Angst. Aber du bist lebendig begraben. Genau wie Rodrigo Cortez. Hör auf zu schreien. Schreien erhöht Panik, Herzschlag und dementsprechend die Menge an Luft, die du aufbrauchst. Und du hast maximal 2 Stunden Luft in deinem Sarg, bis dir der Sauerstoff ausgeht. Arnold, dein Telefon! Du bist doch nur 2 Meter tief. Hurra, du hast Empfang! Ruf deine Lieben an, die werden dich doch retten. Aber das ist nicht sicher, denn für sie bist du ja tot. Sie werden wahrscheinlich denken, dass dein Anruf ein dummer Scherz ist. Versuche, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Dein Post wird sicher gesehen, aber erst nach einer Katze im lustigen Outfit, einem neuen Beitrag von Ariana Grande und eine lustig geformte Kartoffel. Ich hab's! Mit Geotext versehene Posts erhalten 79% mehr Aufmerksamkeit. Und ein Post darüber, dass Öl gefunden wird, wird die Aufmerksamkeit von Donald Trump 100%ig auf sich ziehen. In kritischen Situationen werden die tierischen Instinkte aufgeweckt. Ich meinte ja eigentlich, dass die in dir aufgeweckt werden. Arnold, bei Sauerstoffmangel haben die Menschen oft Halluzinationen. Vielleicht können wir einfach googeln, was zu tun ist? Das Leben nicht verändern, einen Sarg kaufen, verlassen Sie Ihre Komfortzone. Die Suchergebnisse gehen ja gar nicht. Oh, Kill Bill 2! Mach es wie Uma Thurman! Du musst ein Loch in den Deckel schlagen. Sei stark im Geist. Sammle all deinen Ärger wie Naruto und... Hat es wehgetan? Du musst irgendwie den Deckel aufkriegen. Schau, ob du irgendetwas in der Tasche hast. Ah, Arnold, was ist denn das? Oh, was soll denn das? Du nutzt das doch nicht mal außerhalb eines Sarges. Ah, das wird reichen. Schlag! Ist so, als ob du Faschisten entkommen wollen würdest oder vor dem Gejaule von Billie Eilish kapitulieren würdest. Geschafft! Jetzt musst du die Erde im Sarg verteilen, um den Weg nach draußen freizumachen. Du musst das Hemd über deinen Kopf ziehen. So verhinderst du, dass du erstickst, wenn die Erde sich überall um dich herum befindet. Arnold! Arnold! Aufwachen! Wieder Halluzinationen? Es ist viel einfacher, dem Grabe zu entsteigen, wenn die Tiefe gleich oder weniger als die Größe der Person ist. Bist du bereit? Rein mit dir! Bei der vergangenen Beerdigung hast du bereits die wichtigsten Regeln gelernt. Du musst ruhig und tief atmen, um Sauerstoff zu sparen. Okay, jetzt hör auf, ruhig zu sein. Wir müssen die Handschellen abnehmen. Das ist ganz einfach. Du musst dir nur an jeder Hand einen Finger brechen, damit du sie durch die Handschellen stecken kannst. Hör auf zu jammern, Arnie. Du hast auch noch 2 Finger übrig. Benutze deinen Gürtel oder deine Uhr, um zu versuchen, den Deckel aufzubrechen. Ein Metallsarg hat übrigens an den Rändern Schwachstellen. Komm schon, Arnie, das war ein Scherz. Du kannst das Metall nicht knacken, du Trottel. Über dir liegen 2 Meter Erde, die mit einer Masse von 2,5 Tonnen nach unten drücken. Diese dritte Beerdigung wird wohl deine letzte sein. Arnie, wo bist du? Och, du kleiner Mistkerl. Ja, du bist wahrscheinlich Arnie Houdini. Auf die gleiche Weise kletterte Harry Houdini durch ein Geheimfach in der Seitenwand des Sarges in einen Tunnel. Und dann ließ er sich durch eine Luke im Grab von oben auf den Sarg fallen und bedeckte sich mit gut 1,5 Meter Dreck. Aber wo ist die Luke, Arnie? Was für eine Überraschung. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich dich so einfach rauslassen würde, oder? Schwimm hoch, Arnold, bevor der Beton aushärtet. Och, du armer Kerl. Brauchst du gute Ratschläge? Bleib ruhig. Je tiefer du atmest, desto mehr Sauerstoff verbrauchst du. Für 1 bis 2 Stunden sollte es aber reichen. Versuche tief ein- und langsam auszuatmen. Das verlängert zwar dein Überleben, aber das ist ja eigentlich egal. Bei Billigsärgen kannst du den Deckel leicht durchbrechen. Solche Heinis wie du werden immer in solchen Särgen begraben. Was hat dich Payme gelehrt? Nimm dir bitte den Schlagring, den dir deine Freunde in den Sarg gepackt haben, und ziele auf die Mitte. Decke dein Gesicht mit Kleidung ab, sonst blockieren Sand und Erde deine Atemwege. Und schaufel den Boden um dich herum weg. Wenn der Sarg voll ist, versuche dich hinzusetzen. Okay? Wow, deine Eltern hätten sicherlich gedacht, das schafft der nie. So, versuche dich wie ein Wurm nach oben zu schlängeln. Arnold, bist du draußen? Unglaublich! Oh, hoffentlich denkt keiner, du wärst ein Zombie. Ach du Gott, Arnold, du Versager. Jetzt zahlen wir doppelt für deine Beerdigung. Ich habe beschlossen, ins Leichenschauhaus zu gehen, um mich von dir zu verabschieden. Und? Oh mein Gott, du lebst ja noch. Nein, du wurdest wiederbelebt.
Es scheint, dass das Elixier, das du getrunken hast, funktioniert hat. Du bist jetzt unsterblich! Herzlichen Glückwunsch, Arnold. Du bist nun der am längsten lebende Organismus auf der Erde. Dein Körper regeneriert sich unaufhaltbar. Und der Begriff zelluläre Seneszenz ist nur noch ein Witz für dich. Nun, wie wirst du deine Unsterblichkeit nutzen? Ganz einfach. Du wirst bei Rot über die Ampel gehen, Mädchen begrapschen. Du wirst auch den Kenny McCormick Lookalike-Wettbewerb gewinnen. Das ist doch lächerlich. Du hast unendlich viele Jahre vor dir und verschwendest sie damit. Arnold, du könntest alles auf der Welt studieren. Jede Kampfsportart lernen. Und sogar neue Galaxien erforschen und kolonisieren. Arnold, wie wär's damit, wenn du aufhörst, deine Zeit zu verschwenden? Okay, also vielleicht wirst du 200 Jahre lang jede einzelne Netflix-Serie am Stück schauen. Oh, ich sehe, du hast dich etwas gelangweilt. Außerdem wird dein Haus ganz schön gammelig. Und du bist immer noch jung. Ein Nachteil bei der Unsterblichkeit ist, dass du alle deine Lieben überlebst. Außerdem verändert sich die Welt um dich herum rasant. Aber du wirst dem Fortschritt hinterherhinken und du wirst dich in der Gesellschaft überflüssig fühlen. Alles, was dir einmal wichtig war, wird allmählich verschwinden. Mit der Zeit wird dich auch nichts mehr wirklich erfreuen, weil du ja schon alles gesehen hast. Du wirst tief deprimiert sein. Tut mir leid, Freund, aber es macht einfach keinen Sinn. Hör auf, Arnold. Du weißt, dass du unsterblich bist. Arnold, lass uns die Show sehen. Oh, okay. Ich werde dich in Ruhe lassen. An einem ruhigen Tag, der keine Katastrophe andeutete, wurde Arnold in einem Hypermarkt eingesperrt. Du fragst dich vielleicht, warum? Und die Antwort ist, darum. Ich wollte ihn einfach in den Supermarkt einsperren. Hier kannst du den ganzen Tag über Süßigkeiten und Schokoriegel essen und in einem Einkaufswagen durch den Laden fahren. Du hast Zugriff auf Waren für die Erholung, Sport, Kleidung und sogar Medikamente. Im Durchschnitt gibt es 120.000 verschiedene Produkte in einem Supermarkt, die dir 50 Jahre lang ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Aber leider wird ein großer Teil dieser Güter ohne Strom schon am nächsten Tag verderben. Bei Raumtemperatur ist die gesamte im Laden befindliche Milch in nur 18 Stunden schlecht. Frisches Huhn, Schweinefleisch und Rindfleisch werden innerhalb eines Tages ungenießbar. Kuchen und Gebäck halten etwas länger, vielleicht 36 Stunden, wenn du Glück hast. Du kannst ja ein paar Tricks probieren. Den Fisch salzen und das Brot trocknen. Dann wird deren Haltbarkeit um Jahre verlängert. Aber hey, nutze den Tag, Arnold! Nach einer Woche werden Obst und Gemüse schlecht und du musst auf Getreide umsteigen. Aber die Zubereitung wird die begrenzte Wassermenge um mindestens 10 Jahre verringern. Du kannst versuchen, das zu verlängern, indem du es durch Cola aus der Gartenabteilung filterst und dann mit Silber reinigst. Okay, also? Ab jetzt werden deine üblichen Mahlzeiten aus Konserven bestehen. Rindfleischeintopf kann fast unbegrenzt haltbar sein, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist. Eingelegte Gurken und Tomaten können eine zusätzliche Wasserquelle sein. Also, die 3 Tonnen Konserven, die im Laden sind, halten 8 Jahre lang. Schlechtes Wetter ist doch kein Grund, einen Tag frei zu machen. Du willst nicht zur Arbeit gehen? Dann schlage ich vor, du arbeitest im Bett. Als die NASA die Wirkung der Schwerelosigkeit auf den Menschen untersuchte, zahlte sie einem Freiwilligen $18.000, damit er 70 Tage lang in einem Bett liegt. Denk nicht mal daran aufzustehen, Arnie. Ich habe einen Scharfschützen angeheuert, der dich gleich beim ersten Versuch ausschalten wird. Du wirst essen, trinken und alles andere im Liegen erledigen. Bis dann, Kumpel. Hey, hast du etwas geschlafen? Wie geht's dir? Ich glaube nicht so gut. Es sieht so aus, als würdest du zunehmen. Die ganze Energie, die du mit dem Essen aufnimmst, geht nirgendwo hin. Aber Wund liegen, das ist schlimm. Durch den hohen Blutdruck fließt das Blut nicht mehr bis in die Haut. Halt durch, Kumpel. Gute Nachricht, Arnold. Du bist nah dran an dem von sowjetischen Wissenschaftlern aufgestellten Rekord. 370 Tage im Bett. Du siehst alles andere als heiß aus.
Jeden Tag verlierst du 5% deiner Muskelmasse. Außerdem sind auch deine Knochen geschädigt, die sich aufgrund deiner mangelnden Beweglichkeit nicht mehr regenerieren können und sich abbauen. Und paradoxerweise wird das Einschlafen im Liegen unmöglich. Ohne eine Verschiebung der Aktivität weiß das Gehirn nicht, wie spät es ist und wann es Zeit zum Schlafen ist. Aber das hat auch seine Vorteile. Du kannst all deine Lieblingssendungen wieder und wieder sehen. Ich lasse dich jetzt hier alleine. Viel Spaß bei der Show, Arnold. Oh mein Gott, Arnold! Was hast du dir angetan? Das mit dem Scharfschützen war nicht ernst gemeint. Liegst du im Koma? Wenn man dich so ansieht, könnte man meinen, du wärst tot, aber du bist noch am Leben. Im Koma bist du nicht in der Lage, auf äußere Reize zu reagieren. Deshalb wirst du der beste K-Pop-Fan sein. Und du kannst denselben Song jahrelang in der Schleife hören. Menschen können zwischen ein paar Tagen und einigen Jahren im Koma liegen. Edward O'Barra fiel im Alter von 16 Jahren in ein Koma und verbrachte 42 Jahre in diesem Zustand. Nach Angaben von Patienten fühlen sie sich während des Komas ganz real an. Sie wanderten durch lange und dunkle Gänge, Labyrinthe und durchliefen komplexe Mechanismen. Der Grad des Komas wird anhand der Glasgow-Koma-Skala bestimmt, wobei 15 Punkte klares Bewusstsein und 3 Punkte Hirntod bedeuten. Arnold, Sie werden die Maschine abschalten. Wach auf! Ich verspreche dir keine Experimente mehr an dir. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Komm schon, Arnie, du kannst es schaffen. Hey, wie bist denn du hier an die See gekommen? Also, was soll das ganze Strandgehabe überhaupt? Aha, soll das Berthas Aufmerksamkeit erregen? Wow, es hat tatsächlich funktioniert. Sie hat dich eingeladen. Aber hey, Kumpel, hast du genug Geld für ein Ticket? Ich hab ne Idee. Du kannst in der extra super duper Economy Class zu Bertha fliegen. Und anstelle der üblichen Tablets und des Kissens brauchst du Essen, Wasser und ein mobiles Klo. Mach dir keine Sorgen, Arnold, du bist nicht der Erste, der auf diese Weise reist. Reginald Rex Spears schaffte es ohne Geld in nur 3 Tagen auf einen anderen Kontinent. Heutzutage sind Lagerhäuser wie Städte mit ihren eigenen Gesetzen und Vorschriften. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket verloren geht, ist auf ein Minimum reduziert. Roboter arbeiten an den Förderbändern, indem sie spezielle Strichcodes lesen. Dadurch wird das Risiko menschlicher Fehler reduziert. 2019 stellte China einen Weltrekord bei der Zustellung auf. 345 Millionen Pakete wurden an nur einem Tag zugestellt. Das Schlimmste, was einem Paket passieren kann, ist, dass es im Zoll landet. Ich stimme zu, für die Person im Inneren ist das nicht wie ein Aufenthalt im Ritz. Sich in einem begrenzten Raum unter der glühenden heißen Sonne wiederzufinden, ist schwer zu ertragen. Arnold, halt dich fest, kleiner Kumpel, nur noch ein ganz kleines bisschen. Um genau zu sein, 23 Tage, 17 Stunden und 45 Minuten. Und ein Mensch ist nicht das Erstaunlichste, was je in einem Paket geliefert wurde. Eine ganze Bank wurde auf diese Weise transportiert. Sie wurde demontiert und in eine andere Stadt geschickt. Willkommen in Australien, Arnold! Oh nein, Arnold, sag mir doch nicht, dass du aus diesem See trinken willst. Aber keine Sorge, Arnold. Wenn ein Blutegel in dein Verdauungssystem gelangt, hat er keine Zeit, dir zu schaden. Er wird sich schnell in deinem Magen auflösen. Aber du hast mehr als ein Blutegel in dir, Kumpel. Du bist jetzt das Gesicht der Sendung. Erschwingliche Wohnungen für Blutegel. Es gibt mehr als 500 Arten von Blutegeln auf der Welt, aber nur 3 von ihnen werden als wertvoll für den Menschen angesehen. Es dauert nur 10 Minuten, bis 335 Blutegel das gesamte Blut aus dir herausgesaugt haben. Und du, Arnold, hast 1000 von ihnen. Jede Sekunde zählt. Um die Blutegel loszuwerden, musst du Salzwasser trinken. Tut mir leid, Arnie, ich hatte keine andere Flasche. Das Wasser aus dem See zu trinken war eine schlechte Idee, Arnold. Selbst dein Blutegel ist im Vergleich zu dir schlau. Seine Neuronen wurden für einen biologischen Computer namens Blutegulator verwendet. Er kann Primzahlen addieren und du kannst es nicht.
Aber du solltest dich nicht zu früh freuen, Arnold. Es scheint, als hättest du die Aufmerksamkeit einiger wirklich gefährlicher kleiner Kerle auf dich gezogen. Ich verstehe, dass es schwer zu glauben ist, aber du solltest dich deswegen nicht bewegen, Kumpel. Arnold, lass dich ruhig von den Bienen stechen. Bienengift ist cool. Es enthält viele natürliche Stoffe, die sogar tödliche Krankheiten besiegen können. Aber in diesem Fall ist es wahrscheinlicher, dass du an einem Hitzeschlag stirbst, als an 1000 Bienenstichen. Arnold, herzlichen Glückwunsch. Du befindest dich jetzt im Zentrum des kolossalen Krieges. In einem Ausmaß, das größer ist als alle Kriege der Menschheit zusammen. 10 Billiarden Ameisen nehmen daran teil. Hast du jemals eine solche Zahl gesehen? Und welche Zahlen hast du gesehen? Oh, schau her. Die Ameisen bereiten sich auf den Kampf vor. Wenn Ameisen menschengroß wären, hätte die Menschheit keine Chance. Schließlich könnte sogar eine gewöhnliche Ameise ein 16-stöckiges Gebäude anheben und mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h rennen. Und hier kommen die Gäste. Vielleicht rennst du mal, Arnold? Oh, Arnold, Koordination im Weltraum war noch nie deine Stärke. Obwohl, sieh mal, du hast sie im Kreis laufen lassen. Hast den Anführer auf seine eigene Pheromonspur gebracht. Wenn dies Ameisen passiert, fallen sie in eine Todesfalle. Du hast einen Ameisenwirbel erzeugt. Der Anführer wird nun seine Truppen im Kreis führen, bis sie alle vor Erschöpfung sterben. Du bist ein Held für diese Jungs, Arnold. Sie wollen dich der Ameisenkönigin vorstellen. Aber was ist das? Oh, du musst um die Macht kämpfen. Manchmal erscheint eine zweite Königin im Ameisenhaufen. Infolgedessen führen die beiden Königinnen ein Duell durch und entscheiden, wer den Ameisenhaufen regieren darf. Nach dem Kampf bestimmen die Ameisen, welche Königin ihnen am besten gefällt. Das ist wahre Demokratie. Und dann, die Mehrheit zerstört die Minderheit. Ich nehme meine Worte über Demokratie zurück. Achtung! Arnold, du hast wirklich Glück. Du hast es geschafft, auch einen Staatsstreich zu überleben. Aber was ist das? Du bist voller Geruch von Leichen und jetzt sehen dich alle Ameisen als tot an. Deshalb werden sie dich lebendig begraben. Arnold war ein nutzloser Mistkerl. Möge er in Frieden ruhen. Du rettest also unschuldige Seelen, was? Pass auf, dass du dich nicht selbst in Schwierigkeiten bringst. Boah, sieht aus, als wärst du einer Kugel ausgewichen. Oder doch nicht? Ich schätze, du wirst hier eine Weile festsitzen. Und du musst ganz ohne Essen überleben. Stell dir vor, du bist Angus Barbieri. Ein Mann, der über ein Jahr lang nichts gegessen hat. Zum Schock der Ärzte lebte er ein normales Leben. Nur einmal alle 40 Tage ging er auf Toilette. Am Ende seines Fastens wog er 180 Pfund und hatte damit 275 Pfund verloren. Nach 12 Stunden Fasten wirst du blass und schwach. Aber eine dicke Person fühlt sich besser, weil sie Reserven im Fettgewebe hat. Zu diesem Zeitpunkt wird ihr schwindelig. Und ein unangenehmer Geruch kommt aus dem Mund. Oh, Arnold, hier gibt es Wasser. Siehst du, Arnie, es gibt immer eine glückliche Seite im Leben. Fasten kann guten Zwecken dienen. Gandhi fastete 3 Wochen lang aus Protest gegen das Kastensystem in Indien. Christian Bale hat für seine Rolle in The Mechanist 66 Pfund abgenommen. Und mittelalterliche Mönche fasteten, um die Stimme Gottes zu hören. Als ob du keinen einzigen Tag überleben würdest. Anders als der Verstand nimmt der Körper am 4. Tag den Hunger als gegeben hin. Während dieser Zeit ist ein starker Gewichtsverlust zu beobachten. Zusammen mit Schwäche. Der Körper braucht immer Nahrung. Wenn nichts da ist, muss der Körper Fett und Muskelgewebe abbauen. Dadurch werden Ketone freigesetzt, die extrem schädlich für den Körper sind. Kopfschmerzen und Schwäche treten auf. Und in den schlimmsten Fällen kommt es zu Erbrechen mit Magensaft, Verwirrung und sogar zum Tod. Dein Bewusstsein wird oft vernebelt. Und du verstehst nicht, was du tust. Oh, Arnie, hier kommt Hilfe. Eine gute Nachricht. Ein Teil der Menschheit wird überleben. Die Frage ist nur, wie lange. Lebensmittel aus der Dose sind eine gute Wahl. Ja, die letzte Dose war eine zu viel. Aber was denkst du, Arnold? Wie lange wirst du ohne Pflanzen auskommen?
In Svalbard wurde ein internationaler Saatguttresor gebaut. Er enthält mehr als 900.000 Samen, kann aber bis zu 2 Milliarden aufnehmen. Das ist genug, um die gesamte Flora der Erde wieder zu beleben. Oder zumindest etwas zu essen für die langen Nächte im nuklearen Winter zu haben. Du bist gut gerüstet, Kumpel. Chips, Wasser, Pflanzen, Konserven, Medizin und sogar einen Computer. Aber es scheint, dass du das Wichtigste vergessen hast. Eine Atomexplosion setzt im Durchschnitt 500 Tonnen Staub in die Atmosphäre frei. Der Staub, der bei der Explosion aller Atomwaffen auf der Erde entsteht, könnte 50-85% des Himmels der Erde bedecken. Tada! Direkt vor dir steht die neue Generation des DeLorean. Ich habe diesen Tesla aktualisiert, damit du jetzt nicht nur eine andere Stadt besuchen kannst, sondern in eine ganz andere Zeit reisen kannst. Zum Beispiel ins Jahr 1986. Es funktioniert! Wir sind im Kernkraftwerk Tschernobyl. Nur ein paar Minuten vor der Katastrophe. Arnold, du machst die Kamera bereit. Du nimmst die Explosion auf und ich poste das Video auf YouTube. Mindestens 20 Millionen Aufrufe sind garantiert. Ist der Akku schon wieder leer? Lad ihn auf! Das ist eine europäische Steckdose, Doofkopf. Du brauchst einen Adapter. Oder ich denke... Arnold, also es ist alles wegen dir. Es spielt keine Rolle, du musst hier raus! Schnell! Im Handschuhfach befindet sich eine Powerbank. Steck sie in das Auto. Verdammt, der Ladevorgang dauert mindestens 60 Sekunden. Hol den Schutzanzug raus. Nur vom aus dem Fenster gucken wirst du nie erfahren, dass du dich in einer Strahlungszone befindest. Tatsächlich ist die Strahlung hier jedoch kosmisch. Das ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Hast du die Taschen vielleicht mit jemandem getauscht? Bei einer Bestrahlung von mehr als 500 Röntgen fallen deine Haare und Nägel sofort aus. Deine Haut wird rot und all die Krankheiten, die du bereits hast, werden schlimmer. Aber du hast Glück. Du wirst nämlich keine großen Schmerzen spüren, weil du in 3, 2 ins Koma fällst. Oh, bist du schon? Dies liegt daran, dass hier 20.000 Röntgen pro Stunde eingestrahlt werden. Und diese Technologie kann diesen Ansturm nicht bewältigen. Also, wir müssen hier raus. Ach, die Batterien sollten ausreichen, um bis 2020 zu kommen. Wow, was für eine Reise! Ich denke, du brauchst einen Termin beim Onkologen. Arnold, weißt du, wie blöde du gerade aussiehst? Ich frag mich, wer seinen Schutzanzug hat. Arnold, du heiratest? Die Welt wurde von einer neuen Epidemie heimgesucht. Die Infizierten haben Flecken auf der Haut. Ein schrecklicher Ausschlag bedeckt ihr ganzes Gesicht. Sie husten ununterbrochen und ihre Vorderzähne fallen aus. Und um nicht isoliert zu sein, impfen sich die Menschen massenhaft und kaufen den Impfstoff auf dem Schwarzmarkt. Sie setzen sich bewusst einem Risiko aus, da der Impfstoff noch nicht zugelassen ist. Aber sie tun es, damit sie so schnell wie möglich wieder ein normales Leben führen können. Schau dir das an, Arnold. Was machst du denn hier? Oh, du hast ein Date? Das ist ja cool. Aber du hättest sicher einen romantischeren Ort finden können als dieses Café am Stadtrand. Hier ist sie. Wow! Wie konntest du sie zu einem Date mit dir überreden? Oh, oh. Wie sind so viele Zombies hier hereingekommen? Arnold, es scheint, dass Susi in Schwierigkeiten steckt. Ein durchschnittlicher Zombie lebt in Städten, die nach Epidemien verlassen wurden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um einen gewöhnlichen Spieler handelt, der seit 3 Tagen nichts gegessen hat. Aber nein, Zombies haben ihren eigenen Speiseplan. Normalerweise fressen diese niedlichen Kreaturen menschliche Gehirne. Arnold, was wirst du tun? Wow, das nenne ich meine Waffe. Wer ist denn das? Boah, das gibt's doch nicht! Das ist Chuck, der verdammte Norris! Und er hat ein ganzes Arsenal hier. Jetzt wird er einigen in den Hintern treten. Igitt, das ist sogar für meine Verhältnisse ziemlich brutal. Aber sehr cool. Mann, oh Mann! Wie viele Zombies sind denn das? Sieht aus, als wäre dieser große Kerl der einzige, der noch übrig ist. Das nennst du einen Schlag?
Das ist ein Schlag. Deine Verabredung scheint wegen des unvorhergesehenen Zombie-Angriffs abgesagt worden zu sein. Zeit zu verschwinden, Arnie. Vergiss Susi nicht. Verflixt und zugenäht. Sind die unsterblich? Chuck, tritt aufs Gas. Oh nein, sieh mal, Arnie. Du und Susi habt etwas gemeinsam. Genau wie du verliert sie ihre Finger. Es scheint ihr schlechter zu gehen. Schnell, tut etwas. Ihr müsst sie retten. Das ist also der Typ, der uns helfen kann. Wer zum Teufel ist er überhaupt? Grigori Rasputin, die geheimnisvollste Person des 20. Jahrhunderts. Ihm werden hypnotische Fähigkeiten und eine außergewöhnliche Heilungsgabe zugeschrieben. Was für ein gruseliger Ort. Noch schlimmer als das Café, in das du Susi eingeladen hast, Arnold. Was machen wir denn hier? Wohin gehen wir? Führt Chuck etwas im Schilde? So stelle ich mir die Zahnarztpraxis vor. 100% schrecklich. Sag mir nicht, dass du da reingehst. Sogar ich habe Angst. Hier ist alles in der besten Tradition russischer Feste. Wodka, Balalaika, Bären und Tanzen bis zum Morgen. Und hier ist der Mann, den wir brauchen, Grigori Rasputin. Das hier ist der große Mann. Es scheint, unser Heiler hat einen 80%igen Drink weggehauen. Sieht aus, als müsstet ihr die Dinge selbst in die Hand nehmen. Macht ihr keine Sorgen um ihn. Alle reden über den neuen Impfstoff. Viele haben ihn bereits an sich selbst ausprobiert. Aber er hat eine Nebenwirkung. Die Menschen werden zu Zombies. Dieser Rasputin entpuppt sich als echter Drogensüchtiger. Igitt, du Nekromant! Er hat die Situation ausgenutzt und einen Impfstoff erfunden, der das Virus vernichtet, aber die Lebenden in Zombies verwandelt und die Toten wieder auferstehen lässt. Selbst Chuck ist schockiert. Chuck, du bist dran. Verdammt nochmal, wie macht er das nur? Er ist noch cooler als in Walker, Texas Ranger. Das ist also der, bei dem Van Damme Unterricht genommen hat. Oh, hier kommt Daddy! Der große Kerl lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Arnold, du bist der Einzige, der noch übrig ist. Arnie, du bist ein Kämpfer. Denk an all die Dinge, die ich dir beigebracht habe. Und das Wichtigste? Vergiss nicht, dass es keinen Feind gibt, außer dir selbst. Arnold, bist du... Ich wusste es doch. Leb wohl, Arnold. Du warst ein netter Kerl. Oh, jetzt verstehe ich, was für eine Wendung. Arnold, ich gratuliere dir, jetzt, wo du endlich heiraten wirst, wenn auch ein Zombie, obwohl du selbst ein Zombie bist. Aber was soll's, auch Zombies können Liebe empfinden.